Hallo zusammen, ich bin die Claudia aus der Ergotherapie in Wipperfürth und wir haben uns gedacht, wir geben euch für zu Hause mal ein paar Tipps und Empfehlungen, was die Stifthaltung angeht und die Graphomotorik. Ihr habt ja wahrscheinlich für zu Hause von den Lehrern oder auch Erziehern so ein paar Aufgaben bekommen, die ihr machen sollt und dazu wollten wir euch noch zusätzlich ein paar Tipps geben. Ich gehe jetzt erstmal auf die Stifthaltung ein. Da ist es sinnvoll, dass man dreieckige Stifte verwendet. Die gibt es mittlerweile in Aldi, Lidl, überall zu kaufen, weil die sich als gut erwiesen haben, dass die Stifte den Kindern nicht so wegflutschen. Der Stift wird folgendermaßen gehalten. Der Daumen und der Zeigefinger liegt an den seitlichen Enden und der Mittelfinger liegt unter dem Stift. Sinnvoll ist es, oder bei vielen Kindern sinnvoll ist es, dass die sich das merken können, dass man sich so einen Leitsatz nimmt. Also mein Leitsatz in der Ergotherapie mit den Kindern ist zum Beispiel immer, der Daumen und der Zeigefinger sind die beiden Freunde, die sich berühren. Und der Mittelfinger ist das Sofa, auf dem der Stift sich ausruhen kann. Wie gesagt, man kann sich einen eigenen Spruch aussuchen. Manche Kinder finden das doof und wollen gar keine Sprüche. Da kann man ganz individuell schauen und entscheiden. Dann ist es noch gut, den Stift etwas über dem Abgespitzten zu halten, damit er flach liegt. Halte ich den Stift zu weit unten, muss ich unheimlich feste drücken, dass der nicht wegflutscht. Und was ihr jetzt schon sehen könnt, der Stift wird dann sehr steil gehalten. Das heißt, die ganze Kraft liegt auf dem Handgelenk und ich kann nicht mehr aus dem Handgelenk flüssig bewegen. Das sind dann diese ruckartigen Bewegungen und ihr merkt, wenn ich jetzt locker halte, dann flutsche ich weg. Also muss ich feste drücken, dann habe ich zu viel Kraft und es funktioniert auch nicht mehr aus dem Handgelenk. Daher etwas über dem Abgespitzten. Halte ich zu weit oben, habe ich hier keine Sicherung mehr. Das heißt, der Stift wackelt hin und her. Auch dann muss ich unheimlich feste drücken, damit ich überhaupt noch gezielt Bewegungen ausführen kann. Also, so wäre jetzt eine super ideale Stifthaltung. Viele Kinder halten den Stift so. Der Mittelfinger ist jetzt nicht mehr das Sofa. Man sagt heute, dass wenn die Bewegung dann flüssig aus dem Handgelenk erfolgt, dass man das dann nicht korrigieren muss. Häufig ist es dann aber auch tatsächlich so, dass dann die Kraft zu hoch ist. Und dann würde man tatsächlich korrigieren. Das zu der Stifthaltung und jetzt kommen wir dazu, wenn ich etwas male, wie zeichne ich? Wir haben jetzt hier als Motiv mal genommen, weil Ostern steht vor der Tür, Ostereier. Ihr seht schon, links ist schon was gezeichnet und ich würde jetzt also nach rechts weiter zeichnen. Wenn ihr das jetzt auch richtig erkennen könnt und nicht spiegelverkehrt, filmt jetzt meine Kollegin von hinten. Also ihr seht, wie gesagt, es geht jetzt von links nach rechts. Was auch noch wichtig ist, dass wir oben beginnen und uns nach unten vorarbeiten, weil auch da wir lesen von oben nach unten. Und wir schreiben von oben nach unten. Man könnte jetzt natürlich sagen, ist ja egal, es sind ja noch kleine Kinder, aber das, was das Gehirn sich einmal falsch antrainiert, bleibt erstmal hängen. Und das, was wir uns falsch angewöhnt haben, ist unheimlich schwer, sich wieder abzugewöhnen. Das kennen wir Erwachsenen ja auch aus unserem Alltag. Von daher, wie gesagt, es geht von links nach rechts. Und jetzt ist es tatsächlich auch wichtig beim Kreis, wir zeichnen links herum und nicht rechts herum. Warum? Ich drehe mal kurz um. Wenn wir jetzt unsere Buchstabenwelt nehmen und unsere Schrift, dann erkennen wir, alle Buchstaben werden links herum geschrieben. Es geht immer links herum. Würden die Kinder jetzt rechts herum zeichnen, kommen sie einfach durcheinander. Nehmen wir jetzt das A und zeichnen rechts herum, dann merkt ihr, müssen wir entweder noch mal eine halbe Runde drehen, oder wir müssen wieder zurück, um das A zu schreiben. Und das führt im Gehirn natürlich zu Chaos und zu einem Durcheinander.
spätestens wenn die Kinder dann Buchstaben schreiben, allerspätestens wenn dann die sowieso nicht so geliebte Schreibschrift kommt. Ich drehe wieder um. Also ist es wichtig, von links nach rechts und Formen links herum. Hier der Kreis bei der Schlaufe, genauso von links nach rechts. Beim Strich, wir hatten ja gerade noch erwähnt, es geht von oben nach unten beim Lesen und beim Schreiben, also ziehen wir auch Striche von oben nach unten. Da gibt es natürlich später ein paar Ausnahmen, wo man dann doch unten anfängt, zum Beispiel bei den Großbuchstaben, ne? Das N, das A, da ist es dann aber wieder was anderes. Da gehen wir jetzt auch nicht näher drauf ein, das wird für euch für zu Hause viel zu kompliziert. Das gleiche geht dann halt hier so weiter, ne? Auch Dreiecke gehen natürlich von links nach rechts und so weiter. Jetzt haben wir hier noch ein weiteres Motiv. Das ist schon etwas fortgeschrittener. Das könnte man dann tatsächlich auch schon für Kinder in der ersten Klasse nehmen oder Vorschulkinder. Da haben wir jetzt auch Schlaufen. Da seht ihr auch, es geht von links nach rechts. Im Grunde wie bei einem L, nur umgekehrt. So. Jetzt gehe ich mal mir auf das nicht alles wieder ein. Das hatten wir vorhin schon. Worauf ich jetzt aber mal noch eingehe, ist die Schnecke. Da ist es dann auch tatsächlich wichtig, wir fangen innen an und gehen nach außen. Weil würden wir außen anfangen, seht ihr, Achtung, ich zeichne rechts herum. Was dann nicht mehr korrekt wäre und im weiteren Hinblick dann wieder das Gehirn verwirren würde. So, das wären jetzt unsere Tipps für zu Hause. Die Vorlagen könnt ihr, unten ist ein Link, da könnt ihr euch die ausdrucken. Man kann diese Vorlagen natürlich auch verwenden oder diese Muster für Ostereier. Da, Achtung, wieder darauf achten, von links nach rechts. Das heißt, ich muss das Ei dann quasi so drehen, um links zeichnen zu können. Gut, das war's von uns. Ich hoffe, wir konnten ein paar Tipps geben. Ihr konntet daraus was für euch gewinnen. Und wir wünschen euch jetzt schöne Ostertage und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen.